Hallo und herzlich willkommen hier im Ratgeberstudio. Heute geht es um das Thema Haus- bzw. Immobilienkauf. Dazu ein echter Experte bei uns zu Gast, Peter Wolkersdorfer von Remax Immobilien Augsburg. Hallo Herr Wolkersdorfer, schön, dass Sie mein Gast sind. Hallo Frau Schneider, danke für die Einladung. Lassen Sie uns gleich mit dem Thema warm werden. Warum wollen denn gerade jetzt so viele Menschen eine Immobilie kaufen? Was ist auf dem Immobilienmarkt los? Ja, das weiß ich manchmal selber nicht. Also auf dem Immobilienmarkt ist momentan einiges los, da haben Sie recht, weil grundsätzlich die Rahmenbedingungen für einen Immobilienkauf aktuell einfach passen. Einerseits haben wir ein sehr niedriges Zinsniveau, deshalb bekommt man keine Zinsen mehr auf dem Sparbuch. Also wird am besten in sogenanntes Betongold, sprich Immobilien, investiert. Außerdem stimmt auch das wirtschaftliche Umfeld. Es herrscht unter anderem Vollbeschäftigung, wobei die Politik hier auch gerade ein bisschen im Umbruch ist. Am sichersten ist es für viele Menschen daher, das ersparte Geld in die eigene Immobilie zu stecken, als dauerhaft Miete zu bezahlen. Kein Wunder, dass bei dieser aktuellen Situation der Immobilienkauf ein wirklich wichtiges Thema geworden ist. Bevor sich aber Immobilienkäufer wichtige Tipps beherzigen lassen, gibt es bestimmt auch schwerwiegende Fehler, die man machen kann. Wie sehen Sie das? Ja, richtig. Ich höre immer mal wieder den Satz, hätte ich das nur vorher gewusst, dann wäre mir das nicht passiert. Gerade am Anfang des Kaufprozesses passieren die meisten Fehler. Wie ist es? Worauf sollte man achten? Oder anders gefragt, haben Sie einfach ein paar gute Tipps für mich, wenn ich mir jetzt ein Haus kaufen möchte? Ich bemühe mich dran, auf jeden Fall. Hier gleich mein erster Tipp. Klären Sie die Finanzierung. Sobald Sie mit dem Gedanken spielen, eine Immobilie zu erwerben, sollten Sie möglichst schon vorher mit Ihrer Bank oder Ihrem Baufinanzierer abklären, bis zu welcher Kaufpreishöhe eine Finanzierung für Sie machbar ist. Dann haben Sie ungefähr eine Hausnummer, nach welchen Immobilien in welcher Kaufpreishöhe Sie Ausschau halten können. In größeren Städten Bayerns wie auch in Augsburg gibt es mehr Kaufinteressenten als Immobilien auf dem Markt. Bei einem Kauf jedoch zählt leider nicht nur die Sympathie, sondern ob jemand sich die Immobilie auch leisten kann. Wenn ich mir jetzt meine Immobilie leisten kann und auch das passende Objekt gefunden habe, dann haben Sie doch bestimmt auch einen wirklich guten Tipp für mich, wenn es zum nächsten Thema Hausbesichtigung geht. Gerne. Hier wäre dann auch schon mein nächster Tipp. Der wäre, den Immobilienmakler um einen vorzeitigen Besichtigungstermin zu bitten. Oder sogar zu versuchen, der Erste bei der Besichtigung zu sein. Damit zeigt man besonderes Interesse. Mein nächster Tipp wäre weiter, sich während der Besichtigung machen Sie sich Notizen. Was meine ich damit? Bei der Hausbesichtigung laufen so gut wie alle Interessenten schnell von Raum zu Raum und beachten die Räume an sich nicht. Machen Sie sich doch einfach Notizen. Das gibt Ihnen später vielleicht die Möglichkeit, nochmals über bestimmte einzelne Positionen zu verhandeln. Das leuchtet mir ein und es gibt ja auch bestimmt Situationen, wo man sich mit anderen Mitbewerbern auch noch im gleichen Raum aufhält. Und spätestens da bekommt man ja mit, dass die Nachfrage nach einer Immobilie dann doch ziemlich hoch ist. Was kann ich denn tun, um als Interessent herauszustechen? Ja, ganz einfach, Frau Schneider, seien Sie entscheidungsfreudig. Seien Sie freundlich und signalisieren Sie Ihr Kaufinteresse mehrfach. Gefällt Ihnen die Immobilie, zögern Sie bei hoher Nachfrage nicht und sagen dem Verkäufer oder Immobilienmakler direkt zu und bitten direkt im Anschluss um eine schriftliche Reservierungsvereinbarung. Mein nächster Tipp hier an der Stelle wäre das Thema Preisverhandlungen. Man sollte nach Möglichkeit prüfen, wie lange die Immobilie schon online am Markt platziert ist. Ist die Immobilie erst neu am Markt,
wird der Eigentümer oder Makler sich in der Regel am Anfang nicht auf Preisverhandlungen einlassen, gerade in einem Verkäufermarkt, wenn die Nachfrage hoch ist. Wenn viele an der Immobilie interessiert sind, sollte man es möglichst und tunlichst vermeiden, den Preis wegen ein paar tausend Euro herunterzuhandeln. Denn dann ist man sonst leider meistens schon raus, bevor man es überhaupt mitbekommt. Ist die Immobilie jedoch bereits seit Monaten am Markt nicht verkauft worden, gibt Ihnen dies womöglich etwas Verhandlungsspielraum. Am besten ist es, wenn Sie hierzu mehrere Immobilien vergleichen und unterbreiten zum Beispiel ein schriftliches Gegenangebot. Das waren ja jetzt schon mal eine ganze Menge Tipps, die Sie uns gegeben haben. Aber gibt es denn noch was Wichtiges, worauf ich achten sollte? Ja. Also bei dem Thema Immobilien gibt es endlos viel Wichtiges, was man nennen kann. Aber lassen Sie am besten uns hier auf die wichtigsten Tipps konzentrieren. Zum Beispiel, wenn es Mängel an der Immobilie gibt, wie etwa Feuchtigkeit, Schimmel oder andere massiv beeinflussende Faktoren, die Sie nicht verstehen oder ein dumpfes Bauchgefühl verursachen, ist es am sinnvollsten, das wäre mein Tipp hier, einen Bausachverständigen bzw. Baugutachter zu beauftragen, der Ihnen bereits vor dem Kauf, also vor dem Kauf, weiterhelfen kann. Und das macht er natürlich mit einer objektiven Expertenmeinung. Es gibt Bausachverständige, die Ihnen eine einmalige Objektbesichtigung mit Kurzbewertung anbieten. Meist schon ab 500 bis 1000 Euro. Das ist aus meiner Sicht ein gutes Investment und gut investiertes Geld. Also ist der Kauf einer Immobilie mit einem Mangel nicht gleich etwas, was man kategorisch ablehnen muss. Das bietet auch Chancen, ist es richtig? Ganz genau. Ein Beispiel hierzu vielleicht. Genau hierzu hatten wir einmal eine Immobilie im Verkauf, wo der Keller feucht war. Man wusste nicht genau, wo die Feuchtigkeit herkam. Daraufhin hat eine Fachfirma für Abdichtung ein Angebot zur Behebung des Mangels von ca. 20.000 Euro unterbreitet. Beim Kauf einer Immobilie mit Mangel haben Sie die Möglichkeit, eventuell einen größeren Betrag beim Kaufpreis zu sparen, zum Beispiel um 50.000 Euro. So dass Sie in jedem Fall auf der sicheren Seite sind und gegebenenfalls noch daraus einen Gewinn ziehen können, indem Sie dadurch womöglich aus diesem Objekt mit dem Mangel ein Schnäppchen ziehen können. Viele scheuen das Risiko und ziehen das nicht einmal in Betracht. Aus meiner Sicht ist das ein Fehler, weil heutzutage viele Mängel fachgerecht beseitigt werden können. In dem oben genannten besagten Beispiel war nach genauer Prüfung nur ein Sanitärrohr zu einem Waschbecken im Heizungskeller undicht. Der Schaden konnte hier gerade mal für 5.000 Euro behoben werden. Und der Mehrgewinn in diesem Fall war für den Käufer ca. 45.000 Euro, weil er die Immobilie aufgrund diesem besagten feuchten Keller günstiger erwerben konnte. Das ist interessant. So kann man aus einem Objekt mit Mangel ja direkt echt noch ein Schnäppchen schlagen. Haben Sie denn noch einen solchen genialen Tipp für uns? Gerne. Als nächsten Tipp fällt mir ein, nehmen Sie kleine Fehler in Kauf. Viele suchen wirklich schon jahrelang nach dem Traumhaus, das es so meistens gar nicht gibt. Stellen Sie sich bei einer Besichtigung lieber vor, was Sie alles aus der Immobilie machen können, wenn Sie mal von Grund auf neu modernisieren oder den einen oder anderen Grundriss optimieren. Das ist gar nicht so schwer und das Endergebnis ist oft verblüffend positiv. Das ist interessant. Man muss also schon mit offenen Augen auch durch Objekte gehen und sich auf Möglichkeiten einlassen. Herr Wolgersdorfer, wie sieht's denn aus, wenn dann das alles passt? Kommen wir doch mal zur Immobilienfinanzierung. Können Sie uns denn da auch einen Tipp geben? Gerne. Mein Tipp hier wäre,
vergleichen Sie Finanzierungskonditionen. Das müssen Sie nicht selber machen, das machen Experten. Machen Sie in jedem Fall einen Baufinanzierungsvergleich, nennt sich das. Da können Sie richtig nochmal Geld sparen. Stellen Sie sich vor, Ihre Hausbank verlangt über 20 Jahre Darlehen einen Zinssatz von zum Zinssatz X. Und eine ganz andere Bank bietet Ihnen das ganz das gleiche Paket für zum Beispiel 0,4 Prozentpunkte günstiger. Das kann dann über 20 Jahre schon mal 20.000 Euro ausmachen. In meinen Augen ist das sehr viel Geld. Da würde ich in jedem Fall drüber nachdenken. In der Infobox unten finden Sie hierzu auch einen wertvollen Link zu einem kostenlosen und unverbindlichen Finanzierungsvergleich. Jetzt gibt es ja viele Menschen, Herr Wolkersdorfer, die das Problem haben, sie wohnen momentan in einer Eigentumswohnung und suchen gleichzeitig ein Haus, haben aber den Zeitdruck und auch das Problem, dass sie für den Hauskauf gleichzeitig die Eigentumswohnung verkaufen müssen. Was können Sie diesen Zuschauern raten? Sie sollten unbedingt vorher oder auch parallel eine fundierte Bewertung der eigenen Immobilie oder Wohnung vornehmen lassen, damit es dann, wenn es schnell gehen muss, zu keiner zeitlichen Verzögerung kommt. Wir haben auf unserer Webseite, die hier eingeblendet wird, ein entsprechendes Tool zur Verfügung gestellt, wo Sie ganz einfach und unkompliziert hier Ihre Wohnung oder Immobilie bewerten lassen können. Natürlich unverbindlich und kostenfrei. Herr Wolkersdorfer, ich bedanke mich für die wirklich vielen nützlichen Tipps zum Thema Hauskauf, die Sie uns heute hier gegeben haben, und bedanke mich auch, dass Sie hier im Studio waren. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich fürs Einschalten und verabschiede mich bis zum nächsten Mal hier im Ratgeberstudio.